schon wach? Los, geh ran, ich brauche wieder deine Hilfe. Mein Rechner spinnt total und ich habe doch morgen die Präsentation. Oh, ich bin kurz vorm Durchsehen. Bitte hilf mir. Leg mich auf, hi. Lulu, ich mach mich auf den Weg, ich sattel das Pferd und bin gleich bei dir, okay? Ciao. Hi. Ich habe Kaffee gekocht. Läuft. Wenn ich dich nicht hätte. Gern geschehen. Hier, zwei Karten für die Party am Samstag. Für dich. Was? Danke. Im Planeta, mit den Chicken Hoons. Krass, wie bist du da rangekommen? Ach, die hat Holger mir geschenkt, der kennt da wen. Du musst unbedingt kommen, das wird voll super. Du kannst mitbringen, wen du willst. Hab mir extra ein Kleid gekauft, ey, das war sowas von runtergesetzt. Super. Ta-ta-ta-ta! Na, wie findest du's? Zu kurz? Zu rot? Zu lang? Jetzt sag schon! Super. Morgen hole ich mir noch die Schuhe. So als Belohnung nach der Präsentation. Ah, das wird so cool! Du kommst doch, oder? Geil! Ich kann da nicht hingehen. Was denn, gehst du hin, mein Freund? Und zwar mit mir, Butch. Da gibt es keine Diskussion, keine Widerworte, kein Problem. No problem von no problem people. Yes, man. Du kannst beide Karten haben und mit jemand anders hingehen. Negativ. Hör auf mit dem Quatsch. Das ist die Party des Jahrhunderts. Pommes, Pilz, Hühner, alles. Nick, nick, nick. Ich mach mir Sorgen um dich. Alter. Du liest wieder viel zu viel von diesem krassen Zeug. Eine wunderbare Heiterkeit hat meine ganze Seele eingenommen, denn ich habe eine Bekanntschaft gemacht, die mein Herz näher angeht. Viel zu krass. Von wegen wunderbarer Heiterkeit. So schlimm? Schlimmer. Lulu? Sie wird in dem Kleid zum Sterben schön aussehen. Und dann dieser Holger. Wenn ich die beiden zusammen sehe, sterbe ich. Auch auf die Gefahr hin, dass ich aussehe wie ein Soap-Darsteller. Aber du musst Lulu sagen, was du für sie empfindest. Was hast du schon zu verlieren? Sie. Ich könnte sie ganz verlieren. Und wenn du sie ganz gewinnst? Ist das nicht das Gleiche? Der Unterschied ist das positive Vorzeichen. Positiv. Und jetzt komm.
Wohin? Zum Onkel. Der Onkel weiß Rat. Das ist die Inklusion. Das ist die Inklusion. Ich krieg schon noch raus, wie du das machst. Du hast also was verloren. Ja. Okay, spiel du weiter, Butschi. Aber pass auf, der Bär bescheißt. Wer cool tut, ist der größte Idiot. Es geschehen alle Augenblicke viel außergewöhnlichere Dinge. Als ob ich irgendwie blockiert wäre. Als hätte mir jemand mit einer Schippe vor die Stirn geschlagen. Ich war echt mal spontan und so. Spontanität zur rechten Zeit am rechten Ort. Es ist die Stille, die zählt, nicht der Applaus. Weißt du, alle, ich so hier und guckst mal den und voll cool und bla bla und ich so, naja, ich so. Ja, sei doch, ich so. Es ist für den Angeklagten Zeit der höchsten Zuversicht. Du musst die Treppe runter. Was? Im Bossmodus. Ich hab verloren. Der Bär bescheißt. Ja, dann sagt die Hose von dir, André, mal spiel mal Roulette, du hast dort doch Geld, spiel mal Roulette. Und er sagt, nee, weiß es nicht, hab keine Idee, was ich spiele hier. Doch, ich sag, wie groß ist dein Schwanz? 80 cm spiel ich, spiel mal mit 18. Und du gewinnst bestimmt bei der Roulette. Und dann spielst du. Ordentliche Kalbis, bitte. Du ziehst das durch, Mann. Alles ist cool, bist du cool. Ich bin cool. Auf drei schreien wir Scheiße. Kennst du den Text? Weißt du, was du sagen wirst? Ich hab keinen Text, ich weiß nichts. Drei. Scheiße! Dann sag ihr, dass sie die Schärfste ist. Schön, dass du da bist. Siehst toll aus. Komm mit, ich muss dir Lisa vorstellen. Gleich ist Showtime. Showtime! Sie machen Küken und Küken und
Lulu, ich muss dir was sagen. Ja? Ich, du... Ah, Holger, das ist Nick. Nick, das ist Holger. Holger. Wie du heißt? Pippi. Du so? Butch. Und Butch, wie ist es denn so? Eine wunderbare Heiterkeit hat meine ganze Seele eingenommen. Was? Denn ich habe eine Bekanntschaft gemacht, die mein Herz näher angeht. So, dem Hosenscheißer wächst plötzlich Eier. Lauf, Miki, schnell und weit. Mit der tollsten Frau des Universums. Also, Schlampe. Verstehe, verstehe. Du stehst also auf Lulu. Aber ich verrate dir was. Du hast bei ihr keine Chance. Sie steht nicht auf Lutscher, sie steht auf Männer, die Bescheid wissen. Was weißt du schon mehr? Ich weiß, dass ich ihr nicht mehr viel tun würde. Ich weiß, dass sie sich in den Haaren dreht, wenn sie durcheinander ist. Und ich weiß, welche Blumen sie am liebsten mag. Rosen. Margeriten! Wo hast du die Margeriten her? Aus dem Automaten. Soll das ein Witz sein? Die gehören Lulu. Wenn ich einen Witz machen wollte, würde ich sagen, kommt Feld in die Gärtnerei und fragt, haben sie Margeriten? Hä? Rauchen ist ungesund. So, so. Ich kenne noch was, das ungesund ist. Und zwar...
Ich so. Du so. Mit dir so. Ah! Eins wäre da noch zu erledigen. Жига, жига, жига.